Schafft. Dann schauen wir doch mal wieder auf der Tafel und den Scherben. Eine Herausforderung. Immer den hier mal sauber machen. Und bleib unten. Das ist zu einfach. Haben wir schon mal eine Scherbe. Es fehlt nur dein Abhausen der riesigen Steintafel. Yep. Hier wieder ein paar Soldaten, die ich umbringen darf. Danke. Keine Herausforderung für mich. Keiner hat das, was ich wollte. Oh. Jemand muss hier mal sauber machen. Das ist zu einfach. Ah, hat was? Okay, wieder das Lichtschwert. Scheinbar hat er zwei gehabt. Okay. Wer von euch Heidus hat Dorjis Aufzeichnung? Jetzt haben wir sie. Jetzt fehlt ja noch die letzte Kammer. Ja, sieht doch schick aus, wie mein Schutz auf dich wirkt. Ja, finde ich auch. Schön brav bleiben. Das ist so
einfach. Glückwunsch. Schön. Jo, jetzt kann ich Tränken auch haben. Juhu. Da kann ich ganz wieder anmachen. Gut. Jetzt geht es zu einer kleinen Herausforderung. Nice. Verschüttete Kapelle. Und nur Elite-Gegner gibt. Erreicht. Auf zum nächsten Gemetzel. Schafft. Hey. Danke. Kapelle ist unser. Jetzt können wir sie verlassen. Jawohl. Jetzt fehlen echt nur noch die Steintafeln. Ja. Keine Herausforderung für mich. Jemand muss hier mal sauber machen. Kannst ja schon mal abpausen. Mache ich. Bin am Schreiben. Ja. Jetzt. Und können wir auf. Endlich nach Hause. Ja. Keine Herausforderung für mich. Die armen, schwachen Schweine. Wir sind langsam unaufhaltsam. Das ist zu
wirklich. Sklavenaufstand hat ja nicht doll geholfen. Ja, richtig. Hey, du Arsch! Ja, warte, deinen Namen merke ich mir. Das nicht schon eine Motivation ist, ein Sith-Lord zu werden, um den Kerl zu feuern. Akolyt, ich habe eine Nachricht für dich. Lord Barras kann dich in den Geheimnissen der Sith unterweisen, aber nicht in allen Fähigkeiten. Dafür gibt es Spezialisten in der Akademie. Lord Barras befiehlt dir, sie aufzusuchen und deine Fähigkeiten zu trainieren. Das reine Blut in euren Adern verleiht euch einen attraktiven Teint. Um eine Frau reinen Blutes auch nur zu berühren, musst du ihr beweisen, dass der Geist der Sith durch deine verunreinigten Adern fließt. Eine Sith-Frau respektiert nur Macht. Nun geh. Vielleicht hast du eines Tages genug gelernt, um mich zu beeindrucken. Oder gar zu töten. Du findest die besten Ausbilder im Archiv der Akademie. Du wirst in Kürze dort erwartet. Ach, ich habe meinen ersten Korb bekommen. Oh. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja, so in etwa. Oh. Ach, irgendwann werden die uns hinterherrennen. Was sehen? Was zum der Fliegt hier? Ja, das ist ein spezieller Gleiter. Ah. Kann ich den noch hinterher? Nee, ich nehme den nicht mehr mit. Ich bin gleich da. Ja, notfalls geh mit Hologramm rein. Nein, ich will mitmachen. Okay. Ja. Bin da. Ja. Tretet näher. Ich nehme an, ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Ich werde das Holocron jetzt an mich nehmen. Jetzt wollen wir sehen, wie rein das Blut eurer Aufseher ist. Wir müssen endlich wissen, wie viel vom Erbteil der Alten noch in ihren Adern fließt. Ganz meine Meinung. Das Holocron. Es leuchtet weiß. Es gibt kaum noch Sith-Blut in der Akademie. Und nur ein einziger Aufseher trägt die roten Abzeichen. Es ist eine Schande. Ich werde dem Rat der Sith hiervon berichten. Wenn die wahren Sith überdauern sollen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Auch wenn das Blut der Sith nicht mehr da ist, werden die Lehren der Sith überdauern. Das ist ein und dasselbe. Ihr habt mir gut gedient. Es ist zu spät für mich, eure Ausbildung zu verändern. Aber in Zukunft werden Akolyten vielleicht vor den reinblütigen knien. Die waren echt. Ich hab's mit den Knien. Oh, geht doch. Jetzt ist unser Lieblings-Jedi.
Na gut, dem einzigen Jedi, den wir bisher kennen. Ja. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Ja, mein Hemd vergisst man nicht. Es ist alles da. Comlink, Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe. Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Korriban ist meine Heimat, Jedi-Abschaum. Ich fürchte hier nichts. Ich hätte daran denken sollen. Ich entschuldige mich für meine Bedenken. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Es ist wohl Zeit zu gehen. Wie ihr sagt, Sith. Ich danke euch nochmals. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Oh. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Nee, danke. Ihr habt keine Süßigkeiten. Ja, wir haben die Cookies. Cookies. Das lief doch wie geplant. Ja. Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt, aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Mit dem Corian. Meine Pflicht ist mein Leben. Genau so sollte es sein. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Und seid euch bewusst, dass kein Jedi Korriban gefährden kann. Geht jetzt. Schön. Ach, neue Schuhe. Genauso aussehen wie die alten. Hallo. Ich weiß nicht mal, wie meine Schuhe aussehen. Naja. Irgendwann wird's schon klappen. Aber jetzt gehen wir zu deinem Lieblingsaufseher. Nö. Ja. Ja, bemerkenswert. Wunderbar. Du, Sklavin. Nein, Akolyt. Du hast mir dieses wunderbare Holokron aus Makaragnos Grab gebracht, nicht wahr? Jawohl, ich habe das Holokron gefunden. Unglaublich. 1000 Jahre war es in diesem Grab verborgen. Sith Lords gingen daran vorbei. Und dann fand es eine ganz unscheinbare Person. Sag mir, wie hast du das gemacht? Ich habe Blitze zucken lassen und es hat sich geöffnet. Eine einfache Lösung. Warum ist nur niemand von uns darauf gekommen? Wir haben es wohl zu sehr analysiert, waren überzeugt, dass es unmöglich war. Oder vielleicht war es einfach nicht unsere Bestimmung, es zu öffnen. Was du bisher getan hast, dass du dieses Holokron und den Text aus Tulak Horts Grab herbrachtest, fasziniert mich. Ich beobachte deinen Fortschritt mit Interesse. Ich setze große Hoffnungen in dich, Akolyt. Sehr große sogar. Harkun scheint Fuhn zu bevorzugen. Harkuns einzige Aufgabe besteht darin, die Schwachen auszusortieren. Darüber hinaus ist seine Meinung unbedeutend. Viel Glück, Akolyt. Viel Glück. Ja, du hast wirklich Glück mit deiner Meisterin. Da ist der Arsch. Ich wollte gerade Phone losschicken. Was hat dich aufgehalten? Ich halte gern mal inne, um Blut zu riechen. Du wirst schon bald dein eigenes riechen. Also, hast du den Text aus Tulak Horts Grab?
Natürlich. Ich war brillant wie immer. Gib ihn mir. Zweifellos ist er schwer beschädigt. Das haben wir davon, wenn wir Abschaum die Arbeit eines Sith tun lassen. Richtig, Phone? Worauf warten wir, Aufseher? Warum erledigen wir dieses Insekt nicht hier und jetzt? Ja, du hast eine große Klappe, aber kein Kampfgeschick. Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn du die Korriban-Ausbilder zufriedengestellt hast. Das Trainingsgelände befindet sich im ersten Stock der Akademie und ist normalerweise nur den dunklen Lords und ihren Schülern vorbehalten. Das ist keine Beförderung. Und du wirst da oben mit niemandem sprechen, außer mit deinen Ausbildern. Verstanden? Du bist der Anwesenheit von Sith nicht würdig. Das entscheidet jemand anderes. Fordere dein Glück nicht heraus. Ich könnte dich von vorn in Stücke reißen lassen. Begib dich jetzt zum Trainingsgelände im ersten Stock. Ich würde die Ausbilder nicht warten lassen. Du kannst vorn gern schicken. Ich reiß ihn in Stücke. Ah, ja, nur. Scheint ja eindeutig der Star in dieser Akademie zu sein. Na gut, dann jetzt halt einen Stockwerk höher. Jawohl. Wey, ouch. Ja, wey. Ja. Ist nur eine kurze Quest. Ah, ja. Gut, und Maida ist direkt nebenan, den mache ich mal schnell. Oh. Die Macht ist eine Waffe. Ich werde euch lehren, sie zu führen. Oh. Zeigt keine Gnade. Ihr seid stark. Doch ihr könntet noch stärker sein. Gut. Wir sind hier schon fertig. Okay. Ja. Jetzt schauen wir mal. Das Baras oder deine Ausbildung. Die extrem fair verläuft. Oh ja. Kann mich nicht beklagen. Ja, ich würde mal sagen, Baras ist näher dran, also gehen wir mal rein. Ja, gehen wir rein. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Baras zurück. Seid ihr hier, um mir zu gratulieren? Das werte ich als ja. Ach, Mann. Jemand muss hier mal sauber machen. Ja, er muss wirklich mal ihn da sauber machen. Ja. Ich bin auch nicht ganz faulenzen. Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte durch das Grab gelangen, aber dort waren einfach zu viele Shyrex. Ich konnte knapp entkommen. Ich dachte, ich überrumple euch und nehme euch die Scherben ab. Aber wie ich sehe, ist das genauso zwecklos. Vemrin ist bereits mit Baras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Das ist das Ende. Ich werde nie ein Sith. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, wird Baras mich umbringen lassen. Ich erspare Baras die Mühen, euch beim Rumheulen zuzuhören. Sterbt! Hey, jetzt muss wirklich aufgeräumt werden. Die Reinigungskolonne war aber schnell und freundlich. Ja, sie muss gleich wiederkommen. Der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulak Horts Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend wurden deine Hoffnungen zerstört, Vemrin. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Es hat ihm gar nicht gefallen, dass du ihm diese jungen Akolyten auf den Hals gehetzt hast. Auch wenn es nur untrainierte Novizen waren. Er sollte mir danken. Anfänger oder nicht, ich wette, er hat ganz schön Probleme gehabt. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für Emotionen. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden.
Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen. Ich dachte, du wärst es, Vemrin. Doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. Ignoriert Vemrin, Lord Baras. Seine Welt bricht gerade zusammen. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du. Doch die Macht ist stärker in dir, Akolyt. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte in meinem Vorzimmer auf meine Anweisungen. Sofort. Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst, dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen. Es ist mir eine Ehre. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasados Grab. Nur wenige Sith haben es je betreten. Fast niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie sich Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Ihr beleidigt mich, Baras. Ich brauche keine Hilfe von einer Sklavin. Ohne sie wirst du die verbotene Höhle nicht finden. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfungen zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor. Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. Also die alte Leier. Ja. Gut. Dann werden wir noch dein Training abschließen, hä? Ja. Ja, das sieht richtig aus. Seid gegrüßt. Ihr erinnert euch doch an meinen Bruder und mich. Wir waren bei Hakun. Tut mir leid, dass es so enden muss. Uns gefällt das auch nicht besser als euch. Zumindest nicht viel besser. Ihr wisst doch gar nicht, ob es mir gefällt. Tut mir leid, meine Liebe. Ich konnte euch wirklich gut leiden. Aber wir haben eine Abmachung mit Hakun. Wenn wir euch töten, dürfen wir nach Hause. Und das glaubt ihr ihm. Wenn ihr mich töten wollt, versucht es endlich. Es tut mir leid. Wirklich. Sei still, Balek. Die Zeit des Redens ist vorbei. Kämpft um euer Leben, Akolyt. Naja. Genau. Gut. Balek gehört hier. Das war's schon? Ja, das war's schon. Die waren doch erbärmlich. Ja. Dann ab zu Hakun. Ja. Er macht sich bestimmt schon Sorgen um dich. Ich hätte ihm blauen Blumen mitbringen sollen. Ja. Von den Gräbern der beiden. Hm. Sieh an. Endlich tauchst du doch noch auf. Ich dachte schon, du hättest einen dunklen Lord verärgert und wärst von ihm umgebracht worden. Von den anderen ist auch niemand mehr aufgetaucht. Wahrscheinlich sind sie tot. Was bedeutet, dass nur noch du und Fawn übrig seid? Ich muss also nur Fawn töten, dann bin ich ein Sith? Das sollte nicht lange dauern. Falsch. Für deine letzte Prüfung wirst du eine alte Karte aus der innersten Kammer aus Nagasados Grab holen, die schon seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Doch bevor du an die Karte gelangst, musst du einen uralten Attentäter, einen Dashort, erwecken, der in dem Grab schlummert. Ohne ihn kommst du nicht an sie heran. Verstanden? Das lässt sich wohl gerade noch machen. Oh,
Eine Sache noch. Du wirst mit Fon um diese Karte kämpfen. Wer sie zurückbringt, wird Lord Zeths neuer Schüler. Der andere wird sterben. Und da Fon bereits aufgebrochen ist, gebe ich dir folgenden Rat. Spute dich. Einen Moment bitte. Lord Zesh, was macht ihr hier? Aufseher, wollt ihr mir sagen, dass ich, ein Sith Lord, eure Erlaubnis brauche, um mich frei in der Akademie umherzubewegen? Nein, natürlich nicht, Lord Zesh. Gut. Ich habe die Ankunft des letzten Akolyten gesehen und wollte den Hoffnungsträgern bei ihrer letzten Prüfung zusehen. Wo ist, wie heißt er gleich? Der Rote? Fon? Er hat seine Prüfung schon frühzeitig beendet und ich hielt es nicht für nötig, ihn warten zu lassen. Schade. Ich bin eben mit der Übersetzung des Textes fertig geworden, den mir dieser Akolyt aus Tulakords Grab gebracht hat. Er ist sehr aufschlussreich. Ohne ihn wird man die Karte nicht bekommen können. Oh, Fon steckt in Schwierigkeiten. Es ist zu spät. Fon ist bereits aufgebrochen. Ihr könnt nicht einfach... einem Akolyten einen unfairen Vorteil verschaffen? Wann war das Sith-Dasein jemals fair, Aufseher? In Ordnung, mein lieber Akolyt. Um den Dashort zu befreien, musst du Folgendes tun. Überall in Nagasados Grab befinden sich Stäbe. Diese Stäbe sind der Schlüssel zu der Kammer, in der der uralte Attentäter eingesperrt ist. Du musst die Stäbe in der Kammertür platzieren und sie elektrisieren. Den genauen Grund kenne ich nicht, aber sicher ist, dass du ohne den Dashort nicht an die Karte kommst. Und sei vorsichtig, er ist sehr gefährlich. Ich werde wachsam sein. Ich werde zurückkehren, wenn beide Akolyten wieder da sind. Ihr werdet nichts mehr tun, was den Ausgang dieser Prüfung beeinflussen könnte. Verstanden? Ja, Lord Zesh. Gut. Und viel Glück, Akolyt. Tja, das muss wehgetan haben, Harkun. Das war ein verbaler Tritt in die Weichteile. Beim nächsten Treffen gibt's einen richtigen Tritt in die Weichteile. Dann geht's höher, ja. Okay, dann holen